Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und wir machen heute ja etwas, worauf ich mich sehr schon freue, nämlich einen Vorgucker auf die K5-Konferenz 2023, die am 20. und 21. Juni, wie immer im Estrel Hotel in Berlin, seine Pforten und Tore öffnen wird. Und wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht, was für ein Programm stellen wir zusammen und versuchen das Ganze so ein bisschen heute mal von hinten aufzuziehen und gesagt, naja, wenn man auf das Programm schaut, was euch alle wahrscheinlich interessiert, dann sprechen wir auch mal darüber, was unsere Absicht und unser Ziel dahinter ist. Und ich habe mir keinen geringeren an die Seite geholt, nämlich den wunderbaren Stefan Wenzel, der jetzt mit mir hier ein bisschen das Programm mit euch diskutieren wird, beziehungsweise wir werden es euch vorstellen. Und Stefan ist ja einer der Hosts von Zwei mit Schuss, also sind wir heute einer mit Schuss und einer vom Cheftreff. Ich freue mich sehr, lieber Stefan, dass du dabei bist. Moin Sven, danke für die Einladung, hallo. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Genau, wir können auch direkt reinspringen und es ist ja so, also K5 traditionell steht für strategische Themen, für was sind die neuen Chancen, wo sind die neuen Potenziale und ich habe mir natürlich auch wirklich viel Gedanken gemacht und gesagt, wenn ich jetzt das klassische K5-Programm an zwei Tagen mache, denken wahrscheinlich alle, der Ritter hat irgendwie geraucht oder irgendwelche Drogen genommen und sieht die Realität nicht. Also es ist nicht so, dass die Welt da draußen nur ein reiner blauer Ozean ist. Und es ist aber auch kein roter Ozean. Und das ist so ein bisschen das, wo ich echt mit gestruggelt habe. Und der Stefan war immer gerne bereit, auf WhatsApp auch nachts zu antworten. Und wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, wir sind bei der Folgefarbe des Dunkelblaus. Ne? All black everything. Der Ozean ist schwarz. So sind wir. Genau. So sind wir unterwegs. Ja. Genau. Und der schwarze Ozean, der ist steht als Bild, man kann auch ein bisschen natürlich recherchieren, gibt es auch mittlerweile schon strategische Abhandlungen dazu, aber wenn man sagt, der schwarze Ozean ist für mich auch ein Bild oder für uns ein Bild, wo es klar ist dunkel, man sieht die Untiefen nicht, man sieht die Stromstellen nicht, man weiß nicht, ob um die Ecke ein Piratenschiff steht. Also so ein bisschen das Ungewisse, vielleicht so ein bisschen durch die Nacht, durch die man segeln muss, aber gleichzeitig natürlich auch ein Bild mit extrem viel Potenzial. Und das ist so, dass wir auch rausarbeiten wollen. Und dieses Black Ocean wird dann auch ergänzt von unserer Seite durch erfolgreich handeln in unsicheren Zeiten. Weil es gibt auch da wieder sehr, sehr viele Beispiele von Firmen, die auch in diesen schwierigen Zeiten eben ja, einen echt richtig geilen Job machen. Und dann wären wir eben auch wieder für mich bei diesem so klassischen K5-Thema, dass wir sagen, wir zeigen eben zum einen die Schwierigkeiten, an denen wir dran sind, aber wir zeigen eben auch die Erfolgsbeispiele. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Klammer, die wir jetzt so aufgezogen haben, Stefan. Ja, ich meine, der schicke Begriff, der dazu jetzt immer so konnotiert, ist ja Ambidextrie, ne, die Beidhändigkeit. Und das ist letzten Endes das, was man auch im Black Ocean brauchen wird. Es geht natürlich darum, und da wollen wir uns gar nicht auf der Konferenz, da wollen wir uns gar nicht raushalten, natürlich geht es um operative Themen, natürlich. Es geht natürlich darum, wie ich jetzt die Krise durch mehr Effizienz, Cash, Liquidität etc., wie ich da durchkomme, natürlich. Auf der anderen Seite darf man aber nicht vergessen, es gibt auch einen Tag nach der vermeintlichen akuten Krise. Und jetzt ist die Frage, was sind die Themen denn nach vorne raus? Was sind Innovationsthemen für morgen und übermorgen? Und die Kombination aus diesen beiden Aktivitäten, ne, heute irgendwie ganz eng den Ball am Fuß halten, aber trotzdem schauen, was morgen die Felder sind, die Themen, die ich besetzen will, damit ich auch übermorgen noch am Start bin, das zusammenzukriegen, ist nicht nur wichtig, was Organisation und Beidhändigkeit angeht, sondern ist auch ein Teil der Agenda, oder ist die Agenda, ist das Framework letzten Endes auch für die Agenda der diesjährigen K5, ne, was aus meiner Sicht spot on ist. Ne? Ja, und ich denke, was mir jetzt so gefällt, ist, dass wir diese zwei Stränge letzten Endes verheiratet bekommen. Also wir werden eine Bühne haben, die komplett sich um strategische Fragestellungen kümmert, ja, Transformationsthemen. Wir haben so einen Block, den werden wir Wachstumsraketen nennen, wo einfach Firmen extrem stark im Markt unterwegs sind, auch auf
Themen sitzen und extrem viel Transferleistung auch anbieten für das eigene Geschäftsmodell. Und dann werden wir einen zweiten vollwertigen Block haben, der auch von der Bühne komplett gleich aufgesetzt ist, wo wir sagen, wir gehen quasi entlang der Wertschöpfungskette, ja, von Marketing, Kundenzugang, Kundenakquise hin über Operations bis hin zu Tech. Und schauen eben, das ist ja immer so dieses Bild, so ein bisschen unter die Motorhaube oder wenn man im Bild bleiben will, letzten Endes in den Maschinenraum unseres Segelschiffs. Ja, aber darum geht es ja auch, ne? Und insofern, und was ich da, du musst überlegen, was wir schon an Speakern oder Themen jetzt lupfen wollen. Ich sag nix, aber was ich da ja schon sehe in der Pipeline, sind auf jeden Fall super spannende Cases, tolle Companies, auch Firmen, die man meines Erachtens bisher so noch gar nicht auf deutschen Bühnen in einem zumindest ernsthaften Kontext gesehen hat, um tatsächlich zu verstehen, was machen die vorne gut wachsen, aber was machen auch die ihren ganzen Themenkomplex operative Exzellenz sehr, sehr gut im Griff haben. Ne? Das ist cool. Genau, und also wir gehen auch jetzt in dieser Woche auch mit den ersten Speaker-Announcements auch jetzt raus. Also wir haben jetzt noch so 2 Monate give or take, bis zur Konferenz, aber wir kennen das Game ja, dass die Ticket-Kaufentscheidung fällt immer kurzfristig, insofern haben wir da bisher auch uns noch nichts vertan. Also es gibt noch Tickets, das ist die gute Nachricht. Ich glaube, wir rechnen dieses Jahr, sagen wieder mit so 4.000, vielleicht etwas mehr als 4.000 Teilnehmern an beiden Tagen. Und was mich sehr freut, ist, dass es gelungen ist, für mich eine der wirklichen so Marktgestalter und Innovationsführer, Moral mal aside, nach Berlin holen zu können. Und zwar Shein hat zugesagt und dort jemand, der auch in einer global strategischen Verantwortung steht, auch jemand, der jetzt auf der Shoptalk schon war und die habe ich einmal angeschrieben und gesagt, hast du nicht Bock nach Berlin zu kommen? Und er hat gesagt, ja mega, weil er selber gesagt hat, er würde gerne über das Geschäftsmodell reden. Und die merken, glaube ich, auch, dass sie so ein bisschen so in der Wahrnehmung, ein bisschen so in Schieflage geraten und mit ihrem Modell. Also da habt ihr ja auch eine tolle Ausgabe zugemacht. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich meine, das ist ja auch so eins deiner Lieblingsthemen, glaube ich, ne? Absolut, da freue ich mich auch riesig drauf, denn ich habe von der ersten Sekunde an dringend darum geworben, Konzept und Anwendung zu trennen. Und die Art und Weise, wie die das umsetzen, da muss man drüber sprechen, das darf man kritisch sehen. Aber konzeptionell ist da an verschiedenen Stellen sehr viel drin für die Branche, gerade für die Modebranche mit großen Überhängen und viel Ineffizienz und auch großen Umweltthemen. Und die zeigen zumindest konzeptionell mal einen anderen Weg. Und das ist ein ganzer Track, das ist nicht nur Shein, sondern wir versuchen da auch in dem Track nochmal weitere Beispiele auf die Bühne zu bekommen, die Wege zeigen jenseits der ausgelatschten Trampelpfade unseres doch relativ innovationsfreien Businesses, ja. Ja, gut, jetzt kann man genau sagen. Also es ist ein bisschen der Handel selber. In den letzten Jahren nicht unbedingt so unfassbar geglänzt mit neuen Innovationen. Ich denke, da wo es herkommt, und je nachdem, wem man jetzt folgt, ob man dir folgt, ob man uns folgt, ob man Jochen oder Alex Graf folgt, aber da werden ja schon immer auch so ein bisschen so ein paar Bereiche genannt, wo man eben wirklich hinschauen sollte und man im ersten Moment immer den Reflex hat, ja, aber das hat ja mit meinem Business nichts zu tun. Ich glaube, das muss man wirklich öffnen. Man muss den Kopf jetzt echt aufmachen und sagen, okay, was hat denn zum Beispiel ein Food and Delivery potenziell mit meinem Business zu tun? Ja? Und viele Leute werden ja nicht müde zu erklären, dass gerade dieses Last-Mile-Thema, also die Zustellung an den Endkunden, dass das einer der großen Veränderer oder Treiber wird für neue Geschäftsmodelle. Und das sehen wir auch so. Deswegen haben wir auch einen größeren Block, wo wir auch zum ersten Mal Oda jetzt dabei haben. Und wir haben die Deutschlandchefin von Volt, freue ich mich auch sehr drauf, also wo ja DoorDash dahinter steht mit einem extrem smarten strategischen Ansatz. Letzten Endes wollen die zu einem Everything-Lieferant werden auf der letzten Meile. Und ich glaube, da ist extrem viel Lernpotenzial eigentlich für jedes Geschäftsmodell drin. Ja, wir werden uns auch Kundenzugangsthemen anschauen, ne, weil der Handel, insofern er nicht durch einen Hersteller selbst vollzogen wird, leidet natürlich unter der großen
ich sag mal, Disruption des Kundenzugangs. Ne? Wem gehört eigentlich jetzt der Kundenzugang? Und wenn ich den verliere, drohe ich natürlich sozusagen zum Lieferanten, zur Pipeline für Inventar abzurutschen. Und die Frage ist halt, wie sieht erfolgreicher Kundenzugang aus? Und da kommen wir, wenn man ganz ehrlich ist, ja nicht so sehr her. Ne? So Kredibilität, Authentizität als großer Hebel, das machen die ganzen Influencer vor, die daraus sehr, sehr prosperierende Themen dann auch entwickeln im E-Commerce-Sinne. Da kommen wir aber nicht her, wir kommen eher aus der Tech-Ecke. So, und uns fällt es in der Branche tendenziell schwer, über Kredibilität und Authentizität gute Kundenschnittstellen zu konzipieren. Und da immer mal auf Beispiele zu schauen, genau wie du sagst, ne? Nicht so sofort abzuwinken, ah, die sind ja klein oder ah, das hat ja mit mir nichts zu tun. In den meisten Themen sind transferierbare Dinge oder zumindest Komponenten. Und das ist natürlich, also wenn nicht auf der K5, wo dann, lässt sich das halt ideal mit diesem Networking verbinden. Wer noch nicht auf der K5 bisher in seinem Leben war, der wird erstaunt sein, wie gut das trotz der Größe funktioniert, dort Kontakt aufzunehmen und das Networking wirklich zu nutzen. Ziemlich wenig Bullshit im Saal im Vergleich zu anderen Formaten. Das ist keine Dienstleisterparty, sondern das ist tatsächlich Leute aus der Branche, die sich auf vielen Ebenen in der Hierarchie dort treffen und austauschen können. Und das heißt, man kann zu jedem Thema im Nachgang garantiert die Themen, die Fäden wieder aufnehmen und mit den Leuten sprechen, die das jeden Tag im Doing dann auch tatsächlich erleben. Ne? Ja, und ich denke, das ist auch immer so eine, wer es noch nicht erlebt hat, die Nahbarkeit, glaube ich, der Akteure, weil wir haben ja jetzt keine Super- und Rockstars wirklich da. Vielleicht Tarek Müller, aber selbst der ist ja der nahbarste CEO, den ich kenne. Hat ja auch eine Milliardenkiste unterm Hintern aufgebaut. Und den trifft man auch an der Bar oder beim Café. Der stellt sich auch selber an seinen Stand bei Scale und verkauft. Also die sind, also das finde ich eigentlich auch das Schöne, diese Zugänglichkeit, diesen Access zu den Leuten zu haben. Auch wenn man hier den Cheftreff verfolgt, also wir haben natürlich auch alle, die hier Gast waren, eingeladen, die werden auch da sein und die sind auch 2 Tage da, das ist auch ein bisschen anders. Man ist nicht auf der Bühne und dann gleich wieder weg, sondern man ist einfach da, man taucht da ein und kann dann auch in diesem Gespräch, und ich glaube, da gibt es ja sozusagen die 2 Stränge, das eine, also ich lerne immer über das Gespräch, du wahrscheinlich auch, und dann gibt es halt Leute, die sitzen so White Room und irgendwie und nichts drin. Aber gerade für dieses Lernen im Gespräch und von anderen, glaube ich, ist das eins der idealen Formate. Du hast gerade gesagt, irgendwie Kundenzugang, ich glaube, das ist das Number One Ding, was man letzten Endes knacken muss. Da werden wir auch parallel dazu neben den strategischen Beispielen auch im Marketing-Track auch nochmal zeigen, wie mache ich jetzt eigentlich Performance-Marketing, wie komme ich eigentlich auch raus aus der Performance-Marketing-Falle, wie komme ich in dieses Thema Retention rein, wie komme ich in das Thema einfach langfristige, stabile Kundenbeziehungen aufzubauen. Das sind alles Sachen, die wir uns anschauen wollen, und es ist wahrscheinlich eher so, dass man die Fülle an Programmpunkten gar nicht komplett wird live selber abfrühstücken können. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe letztes Jahr schon mal rekonstruiert und noch ein Foto von Jochen mit vollem Haargewand noch gepostet. Ich war in den Eisbach-Studios schon dabei, bei der ersten K5 sozusagen. Man kann das nicht alles konsumieren vor Ort, das auch gar nicht, da muss man sich gar keinen Stress machen. Ne? Also klar gibt es das nachher in der Konserve, aber man kann hoppen, je nach sozusagen Präferenz. Wichtig sind die Networking-Pausen und natürlich auch die Abendveranstaltung ist auch legendär mit, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Gin da durch die Schläuche gepumpt wurden. Aber also geht nicht um Alkohol, aber ich will nur sagen, auch da ist sozusagen ein Rahmenprogramm fürs Networking. Kann man nicht überbewerten, meines Erachtens. All diese Leute vor Ort zu haben. Und die Branche ist, das ist auch kein Geheimnis, sowieso ja total offen und zugänglich. Und das ist ja auf der K5 aus meiner Sicht noch mal mehr als sowieso schon. Dass ich ein K5-Fanboy bin, ist hinreichend bekannt. Ne? Also von daher unbezahlt noch mal zusätzlich hier die Props ans K5-Team. Gutes Setup, sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf die auf eigentlich beide Stränge, und wir können auch schon noch ein paar Sachen raushauen. Wir haben zum Beispiel, die hatten wir auch noch nie da, und ich habe mich eigentlich immer gewundert, warum Tina Müller immer auf der OMR rumspringt. Und sie hat jetzt zugesagt, mit mir ein Interview zu führen, wo wir einfach auch ein bisschen
ja, aber ich glaube, freundlich im Ton, aber klar in der Sache auch nochmal ein bisschen den Blick auf Douglas werfen, auf den Handel insgesamt. Sie ist ja immer noch dort im Supervisory Board Acting. Das heißt, sie kann da auch immer noch zu Stellung nehmen, worauf ich mich eigentlich auch freue, nochmal ein bisschen zu schauen. Auch Strategiewechsel in der Firma, komplett neue Mannschaft da an Bord. Hat sie auch gesagt, ja, würde sie auch was gerne, kann sie auch was zu sagen. Also da ist jetzt so nicht so ein, sagen wir mal so ein... Aber so, wir versuchen in die Substanz zu gehen und aus der Rhetorik raus. So. Da freue ich mich ganz gut, besonders drauf. Ansonsten haben wir natürlich viel, viel auch Newcomer-Sachen, auch viele Dinge, die man noch hier noch gar nicht gesehen hat. Ich hatte hier auch den einen oder anderen schon im Podcast, die Firmen, die extrem schnell gewachsen sind, wo wir gesagt haben, ja, wie geht das eigentlich? Und auch da hast du ja gesagt, kleine Firma, aber die sich eben vervierfacht, irgendwie dann auf 30 Millionen Umsatz, das ist ja jetzt auch nicht nichts. Und dann mit denen mal zu diskutieren, ja, was ist denn eigentlich das Geheimnis dahinter? Und es ist halt am Ende auch nicht nur, geht es um Marketingbudget, sondern es geht auch häufig um die Frage, wie macht man das? Und ich glaube, Alex Graf hat es letzte im Podcast mit Joel gesagt, diese E-Commerce 1.0-Denke, ja, dieses Google-Meta-Game, das ist so ein bisschen das alte Game. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert eigentlich dieses Influencer-Game? Und das ist, würden wir eben auch gerne rausarbeiten wollen. Ja, also insofern werden sowohl die Transformations-Case-Liebhaberinnen und Liebhaber auf die Kosten kommen, als auch die jenseits der Transformation auf Wachstumsfelder schauen wollen. Ne? Ich will mich nicht wiederholen, aber da sind auch im Bereich innovativer, neuer Konzepte coole Speaker und Firmen jetzt schon im Line-up. Also, ja. Genau. Und wenn du noch einen Zugang hast zu Coupang, würde ich natürlich die gerne einladen. Das ist ja sozusagen Jochens Lieblingsbeispiel. Aber das... ich bin dran. Zuhörern. Ich bin dran, ich habe den Auftrag verstanden. Aber genau, jeder, der zuhört und da nochmal eine Intro machen kann, der meldet sich bei Sven oder mir oder dem K5-Team. Den Ball nehmen wir gerne auf und es gibt auch, wem das gelingt, so eine Intro zu machen und es zu einer Einladung kommt, der bekommt auch einen Cocktail von Sven und mir am ersten Abend, das ist versprochen. Persönlich gemixt und an den Platz gebracht. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Da habe ich dann, glaube ich, Bier ausgehändigt während des Live-Podcasts der Doppelgänger, während Tarek Müller, glaube ich, direkt aus der Flasche getrunken hat. Ja. Das war kein Bier, das, glaube ich, Wein. Ja, und nicht, wenig, gut, und nicht wenig, wie erzählt wurde. Ja gut, das kann ich nicht kommentieren. Ansonsten, ja, einfach vielleicht noch ganz kurz zur Abrundung. Wir werden auch arbeiten mit einem Hashtag und der Hashtag wird sein thematisch Into the Black. Und das ist natürlich einmal dieses Bild in den Black Ocean, aber es geht natürlich auch im Handel gerade um die Frage der Profitabilität. Und wie jeder weiß, Profite machen dich unabhängig von externen Finanzierungsquellen, also quasi die Innenfinanzierung, wenn du die geknackt bekommst, dann kannst du ja ganz entspannt da durch den Ocean schippern. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut, ich bin da eigentlich ein bisschen stolz drauf, dass wir darauf gekommen sind, Into the Black. Und wie siehst denn du gerade so die Diskussion auch im Markt rund um Thema Profitabilität, auch gerade was so ganz typischen Wachstumsunternehmen angeht? Also der dazu passende Hashtag wäre wahrscheinlich Zäsur. Also das merkt man schon an, dass die Körperspannung bei einigen Protagonisten sich deutlich erhöht hat. Und sozusagen der vom hohen Ross der unterstellten fehlenden Agilität den Offlinern gegenüber, sitzt man auf einmal jetzt auch auf dem One-Trick-Pony, was angefangen hat zu lahmen und muss schnell umsatteln. Und das fällt auch nicht jedem so leicht, wie man vielleicht im motivationalen Selbstbild mal dachte. Soll heißen, sehr viel Hektik zum Teil. Aber ich persönlich finde das die spannendste Phase. Ich bin jetzt in meinem 23. Jahr in diesem digitalen Zirkus Roncalli. Es ist gefühlt das erste Mal seit dem Kickoff, dass wir nochmal einen schönen Paradigmenwechsel haben. Der tut weh und da ist auch Drama, Blood, Sweat und Tears alles gut. Aber das ist gut. Wir lernen nochmal ein paar neue Tricks. Und Wachstum in Ehren, am Ende vom Tag, ne, geht es um Geld verdienen. Und wer möchte, dass Kunden bei einem einkaufen, um Deckungsbeiträge zu generieren, der muss vorher auch mal über Wertstiftung nachdenken. Und Themen wie Bestandskunden und nicht alles über Performance-Marketing, Neukundenwachstum, Umsätze zu generieren,
Das sind alles für viele neue Themen. Gut, dass wir sie jetzt auf dem Tisch haben. Wer das meistert, der kann im Zweifel ja dann beides und das wird nach vorne helfen. Ja, das ist so ein bisschen die spannende, der Blick zurück war ja das Thema Corona. Und Corona war ja eher so der Schritt in die andere Richtung, dass man auf einmal gemerkt hat, okay, krass, hier geht die Rakete ab. Und viele Leute mussten sich eben eigentlich gar nicht um die Strukturen und Prozesse kümmern. Und das ist jetzt so, was jetzt so ein bisschen natürlich in der sauren Phase des Marktes, muss man eben genau dann wieder hingucken, wie du es gesagt hast. Und du musst eben schauen, ja, stimmen meine Prozesse, ja, stimmen meine Deckungsbeiträge? Und was sind eigentlich die wahren Kostentreiber meines Geschäftes? Ja, also auch da werden wir eine Diskussion führen mit der lieben Dörte. Da geht es natürlich um die ganze Frage, wie viel Sortiment brauche ich eigentlich, ja? Wie viel Longtail brauche ich, ja? Weil das treibt ja auch die Komplexität, ja? Du kannst auf einer Seite den Kundeneffekt sehen, aber du kannst natürlich auch die inneren Prozesse dir anschauen. Also da auch nochmal reinzufühlen, zu sagen, okay, was sind denn die wahren Kostentreiber deines Geschäftes? Und am Ende gilt, sagen, face the brutal facts. Und viele Firmen, auch also nicht nur die stationären, sondern auch einige Onliner, stolpern gerade über die eigenen Füße, muss man leider sagen. Ja, ich habe an verschiedensten Stellen schon diese Phrase bemüht, Demut ist besser als Hochmut, ne? Und das meine ich nicht im Sinne von kleinlaut daherkommen, sondern es heißt einfach sich sortieren und realistisch auf sein Business schauen. Und ich musste in der Corona-Phase, habe ich schon so viel Sand kommentiert, also es ist halt das Phänomen, wenn es gut läuft, dann war man es selber und seine Strategie, und wenn es schlecht läuft, war es das Wetter. Und so ist es natürlich nicht, beides stimmt nicht oder beides stimmt zur Hälfte. Und der neue Grad an Realismus, den wir jetzt als Branche von außen oktroyiert bekommen, der ist natürlich schmerzhaft für den einen oder anderen, aber gesund fürs System, fürs Ökosystem, für die Firmen an sich nach vorne. Da werden wir eine Menge Themen haben auf der Bühne und dann auch an der Bar oder in den Kaffeepausen. Das bewegt natürlich alle. Und dennoch finde ich es gut, dass wir das pädagogische Zepter in der Hand haben und sagen, ja, denk aber auch an morgen. Deswegen geht es auch weiterhin um die Frage, was kommt denn, nachdem sich das Schwarz vielleicht ein bisschen wieder mit etwas Blau angereichert hat. Auch darauf brauche ich eine Antwort, sonst bin ich spätestens übermorgen auch vom Fenster weg. Ja, und ich glaube, das ist letzten Endes auch, am Ende ist es keine technologische Frage, sondern es ist halt eine strategische, konzeptionelle Frage, die man sich stellen muss. Und darauf wollen wir immer auch Antworten finden. Wir wollen Anregungen geben. Letzten Endes, was ist dein Nordstern für dein Unternehmen? Und da musst du halt schauen, dass du durch die Untiefen kommst, in denen wir gerade drin sind. Und da gibt es auch viele, viele Beispiele von Firmen, die das sehr früh schon erkannt haben und jetzt, ehrlich gesagt, in diesen schwierigen Zeiten davon profitieren. Also zum Beispiel Emma ist so ein Case, den wir uns anschauen werden. Bergfreunde, auch sehr, sehr gut unterwegs, und vielleicht ein paar kleinere Cases, aber da eben dieses ganze Wachstumsraketenthema auch nochmal anzuschauen, sollte nicht dazu führen, dass man deprimiert ist, sondern zu sehen, hey, es geht eigentlich eben auch anders, auch wenn es schwierig wird, kann man eben auch Topline noch vorankommen. Aber so, ich glaube, der Mix ist gut und ist ja wie immer so. Ich stehe immer jedes Mal wieder vor diesem Berg an Programmen und denke mir so, wie in Gottes Namen soll ich 2 Tage füllen? So halfway in the game, sagst du dir, okay, reichen 2 Tage eigentlich gar nicht für das, was wir alles zeigen wollen. Ich freue mich sehr, dass du auch wieder eine aktive Rolle hast, lieber Stefan. Gerne. Wir werden Shein ein wenig analysieren und viele andere Dinge gemeinsam. Und ja, ich freue mich drauf. 20. 21. Juni in Berlin. Tickets auf k5.de. Und vielleicht noch ein kleiner Anreger. Kommt nicht alleine, nehmt euer Team mit. Es gibt wie immer das K5-Team-Ticket. Macht the more the merrier. Es macht einfach zusammen mehr Spaß. Auch was wir vorhin gesagt haben, es gibt so viel zu sehen und zu hören und so viele Leute zu treffen. Eigentlich direkt das Management-Team einpacken, die erste, zweite Ebene. Wir haben Teams, die kommen mit 30 Leuten. Wir kommen die kommen mit ganze Firmen, die kommen mit 15, mit 8 Leuten. Also das ist eigentlich das, was wir wollen, dass ihr komplett da seid, das aufsorgt und auch für euch vielleicht nutzt als so eine Art Halbjahresbreak. Viele machen das schon und das ist immer so ein bisschen das, was wir uns eigentlich wünschen würden, dass ihr diese Chance auch für euch strategisch und operativ ergreift.
Gut, in diesem Sinne, Stefan, berühmte letzte Worte. Magst du noch einen raushauen oder war's das schon? Ich freue mich vor allen Dingen, weil Verena auch wieder die Weißwurst, das Weißwurstfrühstück zurück auf die Agenda gesetzt hat. Ich hoffe, das stimmt nach wie vor. Insofern, wir freuen uns auf allen Ebenen und Dimensionen auf die K5, 20. und 21. Juni. Bis dahin, Dankeschön. Genau, und großer Dank an Ludwig Schirmer von Develei, der es ermöglicht, dass wir dieses Weißwurstfrühstück an Tag 2 auch sagen abbilden können. Wir haben es letztes Jahr, ehrlich gesagt, dann einmal aus Kostengründen gestrichen und haben gesagt, das fehlt eigentlich, wenn die Münchner in Berlin unterwegs sind. Also Ludwig, herzlichen Dank. Danke, Ludwig. An dieser Stelle, und wir freuen uns drauf. Und ja, Stefan, herzlichen Dank an den einen mit Schuss und alles Gute. Danke. Wir sehen uns. Schönes Wochenende.